Und dazu gibt es in der deutschen Gesellschaft auch ein hohes Commitment, dass wir genau über zum einen die aktuelle Migrationslage, über der Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern ist ein furchtbares Ereignis. Ich bin zutiefst erschüttert und wenn man sich überlegt, wie schlimm das gerade für diese Menschen ist, die aus der Ukraine gerade erst nach Deutschland geflohen sind, weil sie an Leib und Leben bedroht waren, jetzt in der letzten Nacht hier in Deutschland an Leib und Leben bedroht zu sein, dann erschüttert mich das zutiefst. Deswegen geht es jetzt auch darum, die Umstände möglichst schnell aufzuklären. Okay. In Europa keine bleibende Perspektive zu haben. Unser erklärtes Ziel: Wir wollen die Menschen schützen, die vor Krieg und politischer Verfolgung zu uns fliehen. Wir stehen zu unserer humanitären Verantwortung gemeinsam. Gleichzeitig gehen wir aber auch entschieden gegen irreguläre Migration vor. Kein Mensch sollte sich auf die gefährlichen Fluchtrouten in Lebensgefahr bringen müssen und dann in Europa keine Bleibeperspektive zu haben. Unser erklärtes Ziel ist es, die steigende irreguläre Migration über die Westbalkanroute zu reduzieren. Hierfür setzen wir ein Bündel von Maßnahmen um. Das betrifft die Angleichung der Visapolitik in den europäischen Visastandard, die Bekämpfung der menschenverachtenden Schleuserkriminalität und die Gewährleistung eines effektiven Grenzschutzes mit Unterstützung des Einsatzes von Frontex. Ebenso brauchen wir verlässliche Verfahren zur Rückkehr von Menschen, die bei uns kein Bleiberecht haben.